du hast einen Shisha-Laden oder möchtest einen Shisha-Laden eröffnen. Also wir haben ganz viele Kunden, die schon bereits einen eigenen Laden haben, haben einen sehr hohen Warenbestand und möchten noch einen zweiten Laden aufmachen, haben aber Angst vor Personal und statten diesen einfach mit Automaten aus. Wir haben spezielle Shisha-Automaten und da müsst ihr euch einmal von uns individuell beraten lassen, was hier am besten geht und welche Automaten dafür was taugen. Und wir kommen da auch gerne vorbei und begleiten euch dabei, weil das sind wirklich Sachen, die müssen funktionieren, hier dürfen keine Fehler passieren, hier sind sehr teure Produkte drin, die nicht doppelt rausfallen sollten oder die auch nicht geklaut werden sollten. Und deswegen haben wir natürlich die richtige Automatenlösung für euch parat. Wie das abläuft, so eine Beratung oder so eine Bestellung, checkt das ab, nach dem Intro geht's los. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's Onkel Kramer und heute geht es hier um Shisha-Rauchen, also nicht um TBC oder Hanfautomaten. Das kommt später irgendwann nochmal, bestimmt, wenn die Gesetzeslage das ein bisschen verbessert. Auf jeden Fall ist es hier so, dass der größte Kostenfaktor ist immer die Miete und das Personal. Das Personal klaut gerne und so weiter. Deswegen ist es hier mittlerweile so im Pott, sage ich mal, üblich, dass man einen Shisha-Automaten-Café eröffnet. Wenn du damit jetzt, wenn du selber starten willst, einen Laden hast oder einen komplett neuen Laden aufmachen möchtest, rate ich dir auf jeden Fall, kontaktiere uns und wir setzen uns dann gerne mit dir zusammen. Hast du Produkte da, bring sie mit oder schick sie uns her, das geht auch. Und wir suchen für dich die richtige Lösung, dass es auch richtig eingestellt ist und richtig passt. Weil, wie schon erwähnt, damit sollte man nicht spaßen. Es geht auch um Jugendschutz und es geht halt auch um das Finanzamt, dass man vernünftig abrechnen kann. Und deswegen ist da eine fachkundige Beratung auf jeden Fall definitiv nötig. Umsatzmäßig braucht man nicht drüber sprechen, wenn du schon so einen Laden hast, jeder weiß, wie das boomt. Auch da können wir dir gerne weiterhelfen und sagen, was geht, was nicht geht. Haben auch Produkte, die wir dir noch zusätzlich verkaufen können. Wir haben hier einen Kunden, der selber einen eigenen Laden hat, eigene Produkte hat und die auch gerne an Wiederverkäufer quasi verkauft. Hier haben wir zum Beispiel die Marke RAJ, Ratsch heißt das, glaube ich. Und er hat seine eigenen Produkte und hat da auch Erfahrung mitgesammelt. Eröffnet jetzt seinen ersten Laden damit nochmal zusätzlich, wo nur Automaten arbeiten. Und steigert somit seinen Umsatz, den er schon aus seinem ersten Laden hat, wo er selber drin steht. Das sind Kunden, die eigentlich ursprünglich gar keinen Shisha-Automaten haben wollten, muss ich sagen. Ich habe denen genau erklärt, wie es aussieht mit Umsätze. Und also ich bin niemand, der oder wir sind niemand, der irgendjemand irgendwo reindrückt, sondern einfach versuchen, so gut wie so, als wenn man selber was kaufen würde, beraten. Ne? Und da sind wir halt auf die Idee gekommen oder die Jungs auf die Idee gekommen, hey, Shisha-Automatenbar, das machen wir. Und so kam das Ganze zustande. Und da werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal mit hinnehmen zu diesem Laden, zum Automatenladen. Und da könnt ihr gucken, wie das Ganze funktioniert. Ist halt ein mega cooler Kontakt. Die kamen einfach spontan vorbei und man konnte ganz locker drüber reden und die waren auch begeistert über die Offenheit. Das ist halt das, was andere Firmen oder Vertreter, die da so rumkreuchen und fleuchen, nicht haben. Die haben halt einen Drang, einen Abschluss zu machen. Und das ist bei uns halt ein bisschen entspannter. Ihr müsst euch da nicht entscheiden. Könnt ihr auch woanders kaufen, wenn ihr meint, dass ihr da besser mitfahrt. Das muss immer jeder selber wissen. Und wenn ihr mit unserem Service zufrieden seid, freuen wir uns natürlich, wenn ihr zu uns kommt. Und ich würde sagen, wir müssen erstmal Shisha rauchen. Was uns halt wichtig ist, ist, dass das Gesamtkonzept stimmt. Das heißt, an dem Standort werden wir nicht nur Shisha-Automaten umsetzen, sondern werden auch weitere Automaten aufnehmen, mit denen wir Snacks und Getränke verkaufen können. G-Drink ist zum Beispiel dabei. Und genau, wenn ihr Lust auf sowas habt, kontaktiert mich gerne, telefonisch oder per Mail. Dann können wir uns gerne zeitnah zusammensetzen, sprechen das durch und finden für euch auf jeden Fall die beste Lösung. Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch einfach beim Onkel Kramer auf onkelkramer.de. Die Anfragen landen unmittelbar bei mir und wir werden uns so schnell es geht mit euch zusammensetzen, damit wir euer Shop-Konzept so schnell wie möglich umsetzen können. Wenn ihr mehr von Onkel Kramer sehen wollt, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Wir freuen uns und bis dann.